Papierpflege ist abgelaufen. Oh nee, und ich habe keine Diamanten mehr, um den zu verlängern. Nee, wie auch immer. Naja, fängt ja schon mal gut an hier. Aber die Grinse, die wundert mich schon wieder auf. Das sieht so komisch aus, das Gesicht hier. Ehrlich. So, Hasenbaby, genau. Hasenbaby ist ausgewachsen. Booster, ich habe, glaube ich, das letzte Mal über Booster geöffnet. Oh mein Gott, hab ich das vergessen das letzte Mal im letzten Part? Ich weiß nicht. Dann holen wir es auf jetzt jedenfalls nach. Decken wir zufällig aus. Auf. Ja, gar nicht schlecht hier. Also wenn man so sieht, die drei besten Sachen hier bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch wenn sie eben alle Teile sind und nicht selber gleich eben die man kriegt hier, die man sofort aufstellen kann. Aber dafür sind die Boosts ja da, dass man die Teile hier auch kriegt. So, jetzt öffne ich hier mal. 1, 2, 3, 4. Es dauert eine Zeit, bis es dann kommt, wenn ich es anklicke. Wie auch immer. Komm, ich hab die schon angeklickt hier. Ja, war klar. Und den hier noch. Ah, Motiv bedroht, also das Wertvollste hier, was dabei war. Ja. Okay. Dann nehme ich auch. So. Na dann, wie viel bringt mir meine Kasse? Ja, knappe 3000 gleich wieder mal. Das ist sehr, sehr nice. Was hätte ich denn hier alles eigentlich noch? Masse, scharf, Masse von deiner Wege entfernen. Ja. Also nichts Besonderes mehr zum Aufstellen. So. Männchen läuft auch noch ein bisschen. Das Weihnachts-Event. Und jetzt hier mal das Abwerten der P. Ja, aufsteigen werde ich nicht. Da fehlt natürlich noch einiges, muss man sagen, bis ich dann irgendwann in 150 Jahren wieder aufsteigen werde. Mal schauen, wenn es soweit sein wird. Kann ich heute wieder irgendeinen Auftrag erfüllen oder sonst irgendetwas Wichtiges machen? Schauen wir mal nach. Schauen wir mal vorhin mal kurz bei die Kartenteile, ob ich da wieder irgendwas habe hier. Ja, ich kann Schwein einlösen. Das ist ja großartig. Machen wir sofort. Kaufe ich sich irgendwann wieder oder sonst irgendwas oder lasse ich frei. Wenn ich für die Quest wieder irgendwann ein paar Tierchen brauche zum Freilassen. Bonsai Blüteteil lösen wir einfach auch mal ein. Warum nicht? Und das zweite bitte Felsfuchsteil. Oh, klingt interessant. Sieht cool aus. Lösen wir ein. Und das war es auch schon wieder der höchste Wert der Gefühle hier. Mehr glaube ich kann ich nie mehr machen. Also Ziergras, aber das ist so schlecht. Das kriegt nicht mal einen Platz, obwohl ich nur so viel Platz habe, mein Zoo. Ja, das war sie mehr, glaube ich, kann ich auch nicht machen. Stufe 4, wie sieht es denn da aktuell aus? Brauche ich ganze 10 Teile von der 2. Bitte Wald. Einen habe ich schon. Stufe 3. Pantherteil. Geil. Dekoratives Bootswrack. Das sieht auch nicht schlecht aus. Muss man sagen. So, und jetzt Thema hier. Erfolge. Müsste ich irgendwas machen können hier. Das werde ich jetzt hier weiter probieren. 25 erfolgreiche Tierzuchten. Das bedeutet, die Hasen sind wieder an der Reihe. Sie haben die Chance. Das mache ich jetzt einfach. Ich züchte jetzt einfach immer mit die Hasen. Weil einfach die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass es was wird hier. Oder ist irgendwo mehr als 50%? Na, nicht. Dann brauchen wir die Hasen. Mache ich einfach, dass die Quest dann irgendwann mal erfüllt sein wird. So. Zum Glück habe ich hier noch genau 2 Hasen, dass ich hier das machen kann, ja. So, und hier auch noch Hase Nummer 3. Rein mit dir. So. Sehr gut. Also die Quest. Würde ich vor allem irgendwann schaffen. 10 fehlen noch. Vergrößere dein Zoo, das dauert noch ein bisschen. Züchte 10 verschiedene Tierarten, das dauert auch noch ein bisschen. Setze 100 Tiere in dein Zoo ein. 100 Tiere in den Zoo einsetzen. Könnt ihr ja wieder 60 Hasen einfach so mal kaufen. Hihi. Wie auch immer. 20 verschiedene Tierarten in dein Zoo. Ja. Das hier noch alles. Und das sind so sind da die Sachen hier, wo ich Ewigkeit baue. Das ist Wahnsinn hier. Das dauert noch so unendlich lange. Ja. So, jetzt bin ich mich aber interessiert, wo ist denn. Ja, Schaf hier. Weg. Ich weiß immer noch nicht, wie die Wasser von denen ich schätze, ich war gar nicht irgendwo. Die möchte ich aber gerne aufstellen. Steht hier nicht irgendwo eine Info? Oder da kann ich die so zuerst auf Level 20 aufmachen. Bauen und besuchen ein nettes Plätzchen zum Schwimmen, anschauen. So, man. Aber ich dachte, da brauche ich vielleicht irgendetwas hier Spezielles, dass ich das aufstellen kann. Aber kann ich erst auf Level 20 und ich bin erst Level 18 hier. Oh, alles noch gesperrt.
schade. Aber natürlich, für Diamanten ging es natürlich sofort freischalten. Ist ja klar. Ja, wie auch immer. So. Komm, Booster. Hier noch was Gutes hier rauskriegen. Ich habe immer noch 31 Booster, die irgendwann mal fertig werden müssen. Ja, alle weg damit. Und wieder gute Sachen gekriegt, einigermaßen gute. Zweiter bitte, Bombo Land Sahnekirsch. Das klingt genial. Sieht auch lustig aus, muss man sagen. Nicht schlecht. So, die Hasen hier. Ja, auch. Also, was mache ich denn als nächstes mit meinem Geld hier? Knappe. Ah, kurz 10.600 habe ich. Kaufe ich damit? Das ist die gute Frage. Was kaufe ich damit? Ich füge eine Quest wieder was. Oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Stelle ich mir hier selber die Frage. Viel kann ich ja aktuell sowieso nicht kaufen. Auch für die Questen so weiter und so fort nicht so viel. Tiere. Gibt ja einige Tiere, die ich noch nicht habe hier. Beispiel. Gut, von den Diamantentieren hier fange ich gar nicht an. Aber Erdmännchen. Ach, das kostet so viel hier. Das darf ich schon alles. Wolf auch noch nicht. Hätte ich irgendwie auch gerne hier. Kostet aber auch so viel. Ameisenbären, das sieht genial aus, ja. Also muss man schon sagen, teilweise sehen die Tierchen hier so lustig aus. Irgendwie. Das sieht cool aus, ja. Oh ja. Was haben wir hier noch? Grizzlybär. Soll der furchterregend aussehen? Der sieht komisch aus. Sein Gesicht erinnert mich irgendwie. Ich weiß nicht. Das sieht so komisch aus. Naja. Wie auch immer. Da weiß ich lieber hier. Dauert noch ein bisschen. Lama. Waschbär, Kult-Tarkin. Eiserlöwe und dann gibt es einen normalen Löwen auch noch hier. Ja? Ah, das sind doch unglaublich viele Sachen hier. Kaffernbüffel, Level 81. Ja, so weit werde ich nie kommen. Glaube ich. Level 81. Das ist so hoch. Braucht man so viel hier. Ja, Kobra kostet leider auch so viel. Bräuchte ich ja, glaube ich, auch für eine Quest hier. Biber kostet auch so viel. Es kostet alles so viel hier. Schrecklich. Na, ja, die sind sowieso das erste Level. Irgendwas hier. Sehr, sehr hoch. Von daher, mal schauen, was ich mit meinem bisschen Geld mache. Ich glaube, ich spare einfach wieder unbewusst ein bisschen an hier. Meine Money Money. Und dann irgendwann werde ich mir wahrscheinlich wieder irgendetwas total Sinnfreies holen, dass ich irgendeine Quest halt habe und dadurch wieder ein bisschen EP kriege. Ja, so wird es dann wahrscheinlich enden, schätze ich mal. Schlimm ist, es wird wirklich so enden. Ja, wie auch immer. Ich habe so viel Platz hier. Da muss ich ja... Was habe ich eigentlich, frage mich, das hier alles freigeschaltet? Eigentlich nur für die Quest hier. Da habe ich so viel Platz. Irgendwas muss ich da hier platzieren, komm. Kann ich da irgendwas, wo ich hab die jetzt zum Platzieren? Hasen haben wir zwar hier auch noch rein, da kriegt er auch ein Plätzchen. Hier. Ja. Hast so viel Platz. Da habe ich mich beschwert, ich habe zu wenig Platz und jetzt habe ich zu viel Platz. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich da alles hinklatschen soll. Ja. Die sonst noch, ich weiß gar nicht, wie viel kosten Gras und Gehege? Ach, 1000, das ist zu viel hier. Schade, jetzt hätte ich wieder sinnloses Grasanlage gebaut, hierher gebaut für eine Quest. Aber das kostet auch ein bisschen so viel hier. Ja, und da sind auch noch viele Sachen. Es ist zwar unglaublich viel hier zu kaufen, aber bis man das einigermaßen alles hat, das dauert, muss man natürlich hier sagen. Aber gibt definitiv noch einiges zu tun hier. Also langweilig wird uns nicht. Unglaublich viele Quests, unglaublich viele Sachen auch weiterhin zum Freischalten eben hier. Ja, von daher, mal schauen, vielleicht kann ich das nächste Mal irgendeine Quest erfüllen oder sonst irgendwas. Level aufsteigen werde ich wahrscheinlich auch da noch nicht, das wird sich nicht ganz auskennen. 27.000 Erfahrungspunkte fehlen noch, Besuche sind aber glücklich und jetzt zum Schluss öffnen wir noch einmal die Booster. Was ist drinnen hier? Bambus, das hätte ich jetzt gerne hier. Komm, Bambus. Asphaltweg. Mondgelbteil. Das ist noch schlechter als Zierkras, glaube ich. Da mir noch. Komm, ich will den Bambus. Schwein, du Schwein. Bambus? Nein. Zierkras Topfteil. Hoho. Oh, interessant. Ja. Upgrade von normalen Zierkras oder was? Lustig.
Ja, wie auch immer, das war's also von diesem Part heute. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß weiterhin in My Free Zoo. Und von daher bis die Tage dann.